unserer heutigen Folge geht es um den dauerbrennenden Ofen. In Minecraft können wir sowas als Dekoration mega gut gebrauchen. Wie wir den uns spawnen können, zeige ich dir. Der brennende Ofen ist in Minecraft ein Objekt, was nicht jeder kennt. Das wollen wir heute ändern und wie wir uns den natürlich spawnen können, zeige ich dir. Dafür müssen wir einfach nur unser Chatmenü einmal aufmachen und schon geht's los mit dem Command. Ihr nehmt jetzt erstmal einen schrägen Strich, nehmt Z-Block, tragt eure Koordinaten ein, wenn ihr euch den irgendwo hinsetzen wollt, andernfalls lasst ihr es aus, damit spawnt er genau da, wo ihr steht. Als nächstes nehmt ihr einfach Lit, Unterstrich und schon zeigt er euch im Chat, was ihr damit machen könnt. Wir haben ganz oben den Schmelzofen, darunter gleich den Ofen, die Kürbislaterne, wie die Redstone-Lampe und das Redstone-Erz würde ich verzichten, weil das kriegt ihr auch im Creative-Menü. Und zuletzt haben wir noch den Smoker. Wer möchte, kann sich auch eine Redstone-Fackel spawnen, die natürlich deaktiviert ist, macht dafür einfach Unlit statt Lit. Durch das Chat-Menü haben wir eine sehr gute Übersicht. Such dir nun das aus, was du dir spawnen willst. Der Nachteil ist, ihr könnt diese Öfen leider nicht drehen. Sie schauen immer in eine Richtung. Also überleg dir, wie du die natürlich verbauen möchtest. So einfach kann man sich in Minecraft brennende Öfen machen. Nicht jeder kennt es, ist definitiv ein Hingucker und die Freunde rätseln, wie hast du dir den gespawnt. Wenn dir das Video gefallen hat, vergesst natürlich jetzt den Kanal nicht zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Schau noch gerne bei uns in die Infobox, da sind noch ein paar weitere tolle Videos verlinkt. Dann würde ich sagen, hören wir oder sehen uns bestimmt wieder zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut's rein und dann ciao.